So, genug Zähne geputzt, bisschen was nachtrinken. Super, 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 Montag. Ja, hallo meine lieben Freunde, Abonnenten und Interessierte. Schön, dass du hier mit dabei bist zu diesem hochinteressanten Thema, wie man hier ja eingangs schon sehen kann, um was es gehen wird. Ich habe es ja vor kurzem schon angekündigt, dass ich mich im nächsten Video mit Karies und möglichen Behandlungsalternativen zur Vorbeugung beschäftigen werde. Grundsätzlich, was ist Karies überhaupt? Ist eben hervorgerufen quasi durch Bakterienbefall, so die Lehrmeinung, und durch die Nahrung, die in den Zahnzwischenräumen haften bleibt, werden eben Bakterien angelockt, vor allem durch den Zucker. Und durch die Ausscheidungen dieser Bakterien übersäuert quasi das Zahnmilieu und deswegen entstehen Löcher, Karieslöcher. Und diese Grenze der Übersäuerung liegt so ungefähr bei 5,5. Alles, was darunter ist, wird dann eben schon gefährlich. Ja, der Zahn entmineralisiert quasi und so wird das im zahnschulmedizinischen Bereich eben auch gesehen. Wie das mit den Alternativen nun ist und ob man quasi außer viel Zähneputzen mit Zahnseide Zwischenräume reinigen und im Notfall bohren und etwas Zahnprophylaxe, ob man da nichts anders auch machen kann, das erfährst du, wie du weißt, wie immer nach dem Intro. So, meine Lieben, genug Zähne geputzt. Da bin ich wieder, euer Geo von Geo Leben TV und bewusst gesund bei Geo. Widmen wir uns also den sogenannten Alternativen. Denn viele Menschen, wohl auch einige von euch und natürlich auch ich, habe ja genug Erfahrung im letzten Jahr auch machen dürfen müssen, machen eben immer wieder die Erfahrung, dass trotz viel Zähneputzen eben und regelmäßigen Zahnarztbesuchen und auch gewisser Zahnprophylaxe immer wieder der Kariesgeist anklopft und dann schlussendlich immer wieder mal dann eben gebohrt werden muss, weil die Schmerzen halt einfach auch da sind und die Bakterien werden dann durchs Bohren vom Zahnarzt so weit als möglich und so weit als sinnvoll eben auch beseitigt, wobei das aber nie zur Gänze passieren kann. Ja, auf das Thema Fluor und Fluorid werde ich in diesem Fall nicht so extra eingehen. Davon gehe ich einfach auch aus, dass alle, die hier zuschauen oder die meisten zumindest wissen, dass Fluor jetzt nicht so wirklich der Bringer ist. Und auf jeden Fall ist es halt so, wie so oft eben auch, dass die Schulmedizin hier etwas anderes sagt. Also das heißt, hier hat alternative Szene und Schulmedizin halt auch wie oft eine kontroverse Meinung. Ja, Fluorid ist ja grundsätzlich in fast allen Zahnpasten einfach auch drinnen, weil man ja sagt, es härtet die Zähne und dadurch schützt es den Zahn natürlich auch, dass eben auch hier Nebenwirkungen von Fluorid einfach auch anhängig sind. Das ist halt dann die andere Seite und da sagen natürlich die Alternativen, das ist in keinem Verhältnis. Ja, so ist es halt. Schauen wir uns also an, was denn nun die Zähne so löchrig werden lässt. Eines kann ich auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen, dass es wie so vieles andere auch etwas mit unserer Zivilisation zu tun hat. Natürlich hat es damit zu tun, dass unsere Ernährung denaturiert, entmineralisiert, entvitaminisiert und viel zu viel Zucker enthält und vor allem, dass unsere Zahnmedizin eben hauptsächlich rein mechanisch ist. Das heißt, die Ursachen werden dann wie so oft eben kaum berücksichtigt und dafür wird eben das Symptom behandelt. Das heißt, der kaputte Zahn wird halt einfach dann, da wird gebohrt und da wird dann geschabt und was auch immer. Ist alles wunderbar. Ich war bisher immer irrsinnig froh, dass es Zahnärzte gibt, weil Zahnschmerzen, so richtige Zahnschmerzen, die sind brutal. Ja, so ist es halt. Nicht falsch verstehen. Zähneputzen ist auf jeden Fall okay. Und ich sage jetzt nicht, bitte hört alle auf mit Zähneputzen. Ja, natürlich lasse ich, wie gesagt, auch den Zahnarzt bohren, wenn einfach es notwendigst ist. Aber das Video soll ja eben auch den Sinn haben, dass wir das so weit wie möglich in Zukunft eben auch
vermeiden können. Und das ist Fakt, das können wir. Jedoch sollte einfach auch mal klar sein, dass die Ursache nicht behoben wird, wenn ich hier eben nur bohre. Und natürlich spielt auch die Genetik eine Rolle, das ist auch klar, die Epigenetik, nur es geht halt darum, jetzt zumindest das tun zu können, was wir verändern können und was wir nicht verändern können. Und das ist mal jetzt auf die Genetik, auf die Schnelle einzuwirken, das geht halt nicht. Gut, vor gut 105 Jahren wurde ein gewisser Dr. Price Forschungsleiter der National Dental Association. Und dieser Dr. Price hat sich die Frage gestellt, warum es bei vielen Naturvölkern einfach keine Karies gibt. Warum sind diese Naturvölker gegen Karies immun? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Und der hat sich offensichtlich einige dieser Naturvölker angeschaut. Und wir wissen nun, dass diese Naturvölker eben nun keine moderne Zahnmedizin hatten und sich täglich eben damit die Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste gereinigt haben, und trotzdem kennen diese Völker kaum bis kein Karies. Und das ist natürlich schon eigenartig. Aber es zeigt mir einfach auch auf, dass wir als hochzivilisierte Gesellschaft uns immer weiter von der Natur entfernen und alles technisieren und wir dabei nicht wirklich, wirklich gesünder werden, sondern eben wie immer die Symptome behandeln, und das finde ich so gar nicht wirklich zivilisiert. Wenn also viele Naturvölker, wie zum Beispiel auch die Bewohner im Schweizer Lötschental, kaum Karies kannten, dann kann mit dieser Bakterienmikroben machen Zähne kaputt Theorie etwas nicht so ganz stimmen, denn gerade auch die Menschen im Lötschental hatten ihre Zähne nicht wirklich geputzt und hatten auch keine besondere Zahnmedizin. Ja, und trotzdem betraf die Lötschentaler nur 0,3% Karies, also 0,3% der Lötschentaler hatten im Schnitt Karies. Im Vergleich zur jetzigen, zu unserer Zivilisation, in meinem Alter sind es schon 65-70%, weiter drunter sind es ein bisschen weniger, aber da haben wir eindeutig viel, viel mehr und offensichtlich ein Riesenproblem damit. Also nur die Bakterien alleine müssen es unbedingt nicht sein. Aus meiner Sicht zumindest nicht in dieser Eindeutigkeit, denn womit haben alle diese Völker, welche mehr oder weniger immun gegen Karies sind, diese Immunität, das ist natürlich das große Fragezeichen, das wir uns stellen können. Es ist an und für sich gar nicht so schwierig. Es ist natürlich die Natürlichkeit, es ist natürlich die natürliche Nahrung. Was war früher anders und vor allem auch meist am Land? Natürliche Lebensmittel, frische Lebensmittel, die hatten natürlich auch noch eine ganz andere Qualität. Da waren wirklich viele Mineralstoffe drinnen, was heute ja nicht mehr so unbedingt der Fall ist. Es waren viele Vitamine drinnen, viele Spurenelemente, natürliche Kohlenhydrate und Stärken. Das hat sich natürlich massiv verändert. Ja, denn alle Volksgruppen, die eine großzügige Versorgung eben mit Mineralien und dann auch noch insbesondere mit Phosphor und mit fettlöslichen Aktivatoren, sprich fettlöslichen Vitaminen, aufgewiesen haben, hatten eben kaum Probleme mit Karies. Natürlich, Phosphor kommt in vielen unbehandelten Lebensmitteln eben vor, doch eben auch hier aufgepasst, künstlich zugesetzte Phosphate, die so in ziemlich allen industriell hergestellten Lebensmitteln zu finden sind. Da ist das Cola, da ist die Wurst eben nur ein kleines Beispiel. Diese sind nicht dasselbe und diese sind sehr, sehr ungesund. Und diese werden unter anderem als Geschmacksverstärker, als Konservierungsstoffe, als Stabilisatoren, als Antioxidationsmittel, als Säureregulatoren, als Backtrieb oder auch Dickungs- und Bindemittel eben auch verwendet. Und deshalb ist es wohl auch nicht so gut, eben dieses heute hergestellte, vor allem aus Weizen bestehende Brot, womit die Supermarkt- und Discounter-Regale gefüllt sind, das so gut schmeckt, so gut ausschaut, so gesund ausschaut. Und hier ist mit Sicherheit eben auch sehr, sehr viel Phosphat drinnen. Ja, die meisten sind frei löslich und werden darum
fast vollständig vom Körper aufgenommen, die meisten Phosphate. Ja? Und die automatische Schranke zum Ausscheiden eines Überschusses, die bei den natürlichen Phosphaten eben zur Regulierung dient, ja? Da werden die natürlich ausgeschieden, die wir nicht mehr brauchen, die funktioniert mit den künstlich zugeführten Phosphaten eben nicht. Und der Körper nimmt hier also viel, viel mehr auf, als er eben verarbeiten kann. Und wir wissen, es ist ganz, ganz oft einfach auch die Menge, die das Gift macht. Und die künstlichen Phosphate verstecken sich hinter E-Nummern, ja, sie verstecken sich als Säureregulator und so weiter und so fort. Also in dem Falle ist es einfach am sinnvollsten, viele dieser Nahrungsmittel zumindest nur hin und wieder zu sich zu nehmen, von mir aus auch zu genießen. Ansonsten seinen Speiseplan so natürlich wie möglich zu halten. Und ich weiß natürlich, das ist natürlich auch eine Aufgabe, seine Ernährung zu ändern. Aber hier kann ich einfach nur sagen, hier wirklich nach und nach anzupassen, muss ja nicht immer jeder so radikal machen wie ich. Aber ich kann euch hier einfach aus meiner Erfahrung sagen, das zahlt sich brutal aus. Also meine Zahnprobleme, das habe ich gemerkt, die waren in 2-3 Monaten dann wirklich weg. Ja, und seit kurzer Zeit esse ich wieder so, weil ich auch viel, viel Stress habe zurzeit, wieder Weißbrot, Phosphat drinnen und andere Dinge, die auch nicht so gesund sind. Und da hat es plötzlich da und dort wieder zum Zwicken angefangen. Also es ist einfach evident, dass die Nahrung, vor allem eben auch diese denaturierte Nahrung, brutal auf unsere Zahngesundheit und natürlich auf unsere ganze Gesundheit eben auch sich auswirkt. Das ist klar, ja. Diese Nahrung hat natürlich einen riesengroßen Einfluss auf unser Milieu im Mundraum, sprich Mikrobiom im Mundraum. Dieses Mikrobiom haben wir ja nicht nur im Darm, das haben wir auch im Mund. Und wenn das eben passt, dann passt natürlich ganz, ganz vieles andere eben auch, nicht nur in den Zähnen, ja. Und somit kommen wir auf einen weiteren Punkt, der einfach mega, mega wichtig ist, eben neben der Ernährung und den richtigen Mineralstoffen. Und das sind eben die kleinen Tierchen, die Bakterien. Und mit den Bakterien ist es so wie mit den Menschen. Es gibt einerseits Anführer, also Anführer der Bakterien, und das ist die eine Seite dieser Anführer eben für die Müllentsorgung wichtig, sogenannte Fäulnisbakterien. Das ist alles notwendig und wichtig. Und dann gibt es die anderen Bakterien, die anderen Anführer, die sind für Wachstum und für Lebendigkeit wichtig. Und der Großteil der restlichen Bakterien ist mal so und mal so. Das kennen wir bei uns Menschen eben auch. Das sind ist also sozusagen die normalen Menschen. Der Großteil der Menschen sind so, mal so, mal so und was auch immer. Das heißt dann, die schließen sich immer denen an, die einfach im Augenblick am stärksten vertreten sind. Ja? Und wenn ich eine Menge an Fäulnisbakterien einfach hier mal jetzt im Mund habe, dann schließen sich diese sogenannten, sagen wir jetzt einmal Schlaf oder die Normalbakterien, eben den Fäulnisbakterien an. Und das heißt dann natürlich, ich kann neben lebendiger, natürlicher Nahrung auch die richtigen Bakterien zufügen. Ja, das kann ich natürlich beeinflussen. Wenn jemand seine Ernährung nicht so schnell so umstellt, dann kann er sich eben diese sogenannten guten Bakterien eben auch zuführen. Ja? Hier kann man einfach dabei nachhelfen, indem man natürliche Pro- und Präbiotika einfach auch zu sich nimmt oder eben direkt Bakterienstämme. Oder so wie ich es einfach mache, mit effektiven Mikroorganismen meinen Mund relativ regelmäßig ausspüle und diese Bakterien, diese effektiven Mikroorganismen dann auch hinunterschlucke, weil diese dann natürlich auch für mein Darmmikrobiom äußerst wertvoll sind. Denn in diesen EMA, wie sie abgekürzt heißen, also effektive Mikroorganismen, sind genau die Bakterien vorhanden, die für ein ausgeglichenes eben jetzt Mundmikrobiom sorgen, beziehungsweise wenn man schluckt, eben auch Darmmikrobiom. Als weitere Möglichkeit habe ich herausgefunden, dass L-Arginin zu nehmen
beziehungsweise zu spülen eine gute Möglichkeit ist. Die Aminosäure L-Arginin kennen wohl viele schon im Zusammenhang eben mit Blutgefäßerweiterung und einem besseren Pump beim Trainieren und beim Muskelaufbau für eine bessere Sauerstoffversorgung in den Zellen. Doch in puncto Karies und Zahngesundheit sind Wissenschaftler eben aus Michigan in den Vereinigten Staaten draufgekommen, dass es scheint, dass eben L-Arginin einen Einfluss auf die Zellen im Mund hat, sodass sie nicht mehr aneinander haften können, indem es Bakterien eben anregt, ihr Verhalten von zum Beispiel von Fäulnisbakterien auf andere, bessere, lebendigere Bakterien zu verändern. Ja, dann haben wir Birkenzucker bzw. Xylit, dürfen wir auch nicht vergessen. Dem wird ja eine sehr, sehr gute Wirkung für die Zähne nachgesagt, was man sich jetzt mal nicht vorstellen kann natürlich, wenn man an Zucker denkt. Doch Xylit ist nun mal kein Zucker im herkömmlichen Sinne wie der Zucker, den wir kennen und der mit Sicherheit nicht gut für die Zähne ist. Xylit dagegen greift eben in den Bakterienstoffwechsel ein und die Zuckerkohlenhydrate werden nicht zu Säure verstoffwechselt und der pH-Wert sinkt nicht unter die vorher schon erwähnte 5,5 Grenze und somit werden sowohl das Bakterienwachstum als auch das Anheften dieser Bakterien am Zahn gehemmt und der Plaquebildung wird eben auch entgegengewirkt. Das Verklumpen der kariesfördernden Bakterien ist eben nur möglich, wenn der Mund sauer ist. Kann sich kein Zahnbelag bilden, entstehen weder Karies noch Parodontitis. Ja, weitere positive Effekte ergeben sich durch die verstärkte Speichelbildung, eben auch bei der Auflösung. Also immer schauen, dass man viel speichelt, viel kaut. Das ist natürlich beim Essen der Nahrung auch unglaublich wichtig und gerade die Speichelbildung bei der Auflösung des Birkenzuckers eben auch im Mund. Das im Speichel enthaltene Calciumphosphat ist ganz wichtig eben für die Bindung und Härtung des Zahnschmelzes und mehr Speichel bedeutet eine bessere Verdünnung von Säuren. Also hier kann man vieles machen. Wobei ich gut und schlecht jetzt nur eben auch benutze, ich meine gute und schlechte Bakterien hier auch nur benutze, um es einfach auch besser darzustellen, denn tatsächlich geht es um die richtige Balance dieser Bakterien. Stämme. Ja, und eine weitere gute Möglichkeit ist natürlich auch mal ein Mittelchen zu haben, dass diese Fäulnisbakterien, wenn sie einfach überhand genommen haben, einfach mal so eliminiert. Und dieses Mittel, das ich nehme, benenne ich hier jetzt lieber nicht, sondern diesbezüglich schaut bitte auf meine Homepage. Doch eines ist einfach ganz klar, dass dieses Mittel einfach auch mal aufräumt mit den zu viel an Fäulnisbakterien. Zusammenfassend, gut, was machen wir nun? Punkt Nummer 1, weiter Zähne putzen natürlich und das mit einer natürlichen Zahncreme ohne Fluorid und welches den Zahnschmelz eben nicht angreift. Natürlich kannst und solltest du das vom Zahnarzt regelmäßig überprüfen lassen. Wenn er nichts findet, dann kann er auch nicht viel bohren. Zweitens, Ernährung so weit wie möglich auf unverarbeitet umstellen ist natürlich eine Aufgabe. Entweder du machst es radikal, so wie ich, von heute auf morgen oder du machst es schön stufenweise. Wichtig ist einfach natürlich, Phosphate, wie wir gehört haben, fettlösliche Vitamine. Da ist auch Vitamin D, Vitamin D3 mit an Bord, das natürlich auch hier seine Wirkung entfaltet. Auch vielleicht mal den Vitamin D3-Spiegel in dem Falle anschauen lassen. Ja, Calcium zur Mineralisierung, Magnesium und das ganze Zeug, das man halt so braucht. Da ist natürlich auch Nahrungsergänzung gefragt. Nehme ich auch einiges, wissen natürlich viele, weil wir wissen, unsere Böden sind ausgelaugt und auch wenn Bio draufsteht, ist es in den seltensten Fällen so, dass hier viel Mineralstoffe und Vitamine drinnen sind. Ja, daraus ergibt sich einfach auch ein ausbalanciertes, gesundes Mundmikrobiom. Das heißt, gute Bakterien im Mund, keine Bakterien, die durch ihren sauren Stoffwechsel den Zahnschmelz zum Schmelzen bringen und den Zahn zerbröseln lassen. Punkt Nummer 3, zusätzlich mit effektiven, guten Bakterien den Mund eben spülen und dieses auch trinken. Also effektive
Bakterien. Punkt Nummer 4, mit L-Arginin kann man eben auch spülen und trinken, weil L-Arginin dafür sorgt, dass sich die Zellen eben nicht verbinden und dann sich Bakterien nicht in Fäulnisbakterien verändern können. Den letzten Punkt, und ja, mit dem einen Mittel immer wieder den Mund spülen, was ich schon gesagt habe, dessen Namen ich lieber nicht erwähne, sorgt eben dafür, dass Fäulnisbakterien das Zeitliche segnen. Ja, schaut diesbezüglich einfach auf meine Homepage bewusstgesund-geosix-lebensmut.at oder eben auch auf die Seite, die ich vorher schon angegeben habe, dann wisst ihr, um was es sich handelt. Gut, meine Lieben, das wären einschneidende Maßnahmen. Es wird sicher noch die eine oder andere geben, überhaupt keine Frage. Vielleicht. Ja, das wären, wie gesagt, einige einschneidende Maßnahmen, die dafür sorgen könnten, dass du weniger oft Probleme mit Karies hast. Und ja, die Zähne schließen auch auf den Zustand unseres Organismus und der Organe. Du tust natürlich auch für deinen gesamten Organismus sehr, sehr viel. Und noch wichtiger als die ganze Information ist, du musst es tun. Du musst es machen. Es hilft uns alle wissen nicht, wenn wir es nicht tun, auch wenn wir uns darüber freuen, dass es das gibt, dass wir es tun könnten. Du musst es einfach tun, das ist das Entscheidende. Wenn du es dir selber wert bist, dann tust du es auch. In dem Sinne alles, alles Liebe, euer Geo. Wir sehen uns bis bald. Ciao, tschüss und Servus, euer Geo.